Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu den Bundesliga-Tipps. Ich tippe den 33. Spieltag und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, wir beginnen direkt mit der Freitagabendpartie. Die lautet SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg. Was haben die Freiburger letzte Woche gemacht? Sie haben es nicht geschafft zu gewinnen gegen Union Berlin, sondern haben am Ende 4:2 verloren. Ja, auch zur Pause stand es da schon 3:0 für die Eisernen. Also die Freiburger hatten da wenig bis gar keine Chance. Die Wölfe, die konnten zu Hause gewinnen gegen die TSG aus Hoffenheim. Extrem wichtig für die Wölfe, denn sie wollen natürlich auch in der kommenden Saison international spielen. Und da sind sie zurzeit auf einem richtig, richtig guten Weg, muss man einfach mal dazu sagen. Ja, jetzt gegen Freiburg wird es, glaube ich, genauso schwer wie auch gegen Hoffenheim. Die Freiburger wollen ebenfalls international spielen. Also auch für die wäre es wichtig, zu Hause die 3 Punkte zu holen. Ich glaube auch, dass den Freiburgern das gelingen wird. Allerdings knapp, die Freiburger gewinnen das mit 2:1. Kommen wir zur nächsten Partie und zwar zur TSG aus Hoffenheim. Die trifft auf den FC Union Berlin. Also genau auf die Partie, sag ich mal, oder gerade die letzte Woche bei der anderen Mannschaft halt noch gegeneinander spielen mussten, treffen jetzt eben die anderen aufeinander. Hoffenheim, wie gesagt, ja, verloren gegen die Wölfe mit 2:1. Union, wie gesagt, gewonnen mit 4:2 gegen den SC Freiburg. Ja, deswegen wird es jetzt natürlich eine sehr interessante Partie, denn die Eisernen wollen ebenfalls gerne nach Europa oder allgemein auch vielleicht sogar in die Champions League. Die Hoffenheimer wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und wollen da auch nicht mehr so wirklich reinrutschen. Sie stehen zurzeit auf Platz 14. Haben mittlerweile 32 Punkte geholt, aber wie gesagt, der 16. ist auch nur mit 2 Punkten entfernt. Also von daher, ja, wäre es natürlich extrem wichtig für die Hoffenheimer gegen Union zu gewinnen. Glaube ich das eher nicht, auch wenn sie zu Hause spielen, wird Union das machen und zwar solide mit 2:0. Kommen wir zur nächsten Partie und zum Abstiegsduell. Das ist es definitiv. Hertha gegen Bochum. Ja, die Herthaner letzten Freitag schon vielleicht die Entscheidung gewesen. Ja, es ist sehr, sehr unrealistisch, dass die alte Dame da noch rauskommt. Sie hätten gegen Köln gewinnen müssen eigentlich, um wirklich ja, noch mitspielen zu können. Die Bochumer, die sind noch mittendrin und sind auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Denn auch letzte Woche konnten sie ganz, ganz wichtige Punkte holen. Zu Hause gegen den FC Augsburg haben sie 3:2 gewonnen. Es war eine packende Partie und auch, wie gesagt, eine spannende Partie. Aber am Ende konnten die Bochumer das Ding rocken. Ja, jetzt geht's, wie gesagt, gegen den nächsten Abstiegskandidat, gegen die alte Dame. Die muss eigentlich gewinnen, um überhaupt noch ein bisschen Chancen zu haben. Denn wenn sie das Ding auch verlieren, dann sind sie abgestiegen. Und dann war's das. Ja, deswegen, sie spielen zu Hause, die Herthaner. Also es wird ein hitziges Spiel, da gehe ich stark von aus. Aber ich glaube, am Ende wird es einfach nicht reichen. Ich denke mal, am Ende wird es ein 1:1. Und ja, für die alte Dame wird es somit nicht reichen und steigt in Liga 2 ab. Schalke gegen Frankfurt. Die Schalker kämpfen ebenfalls wie die Bochumer und die Herthaner gegen den Abstieg. Die Frankfurter, ja, könnten rein theoretisch noch auch um Europa mitspielen, zumindest um die Europa Conference League. Sie sind ja auch noch im DFB-Pokalfinale. Also auch da, wenn sie gewinnen, sind sie sowieso schon in Europa drin. Aber sie könnten sie eben auch noch bundesligamäßig schaffen. Dafür müssten sie halt gegen Schalke gewinnen. Die Schalker, eigentlich ist es so für sie noch die letzte Chance, nochmal da unten Punkte zu holen und auch nochmal rauszukommen. Gerade die Frankfurter sind zurzeit wirklich in einem Loch. Sie sind nicht da, wo sie eigentlich sportlich sein wollen. Ich meine, sie sind noch auf dem Tabellenplatz, wo man sagen kann, ja, das ist gut. Aber wenn man jetzt die letzten Spiele von der Eintracht sieht, dann ist das schon erschreckend. Aber sie konnten letzte Woche einen Befreiungsschlag auch machen gegen den FSV Mainz 05. Da konnten sie nämlich 3:0 gewinnen. Also vielleicht können sie das auch mitnehmen gegen das Spiel, gegen Schalke. Aber die Arena wird da sein von Schalke. Es wird ein hitziges Spiel. Es wird, glaube ich, auch echt ein emotionales Spiel. Also von daher wird es extrem schwer. Ich bin auch mal gespannt, wie die Schalke jetzt reagieren nach der Klatsche gegen Bayern mit 6:0. Also ich bin echt extrem gespannt auf diese Partie. Am Ende glaube ich hier tatsächlich, ich bin jetzt einfach mal rum und sage, Schalke gewinnt das ganz, ganz knapp mit 1:0. Auch wenn meine Tendenz auch eher nach Frankfurt geht, trotzdem
hoffe ich natürlich, dass die Schalker in der Liga bleiben, weil einfach, wenn man sieht, was die für Fans mitnehmen, ich habe es ja auch im Vorbericht mit Will Nico gesagt, da wünsche ich mir eigentlich, dass so ein Club dann auch drinne bleibt. Kommen wir zur nächsten Partie, und zwar zu unserer Partie. Und die heißt SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Durch den Vorbericht wisst ihr ja schon, was ich getippt habe. Klar, ich hoffe natürlich, dass wir das Ding hier gewinnen. Und ich sehe da auch realistische Chancen, das Ding hier zu gewinnen. Denn wie gesagt, die Kölner sind zurzeit sehr, sehr gut drauf. Haben, wie gesagt, auch gegen Hertha 5-2 gewonnen. Auch wenn wir da auch bei manchen Szenen Glück hatten. Trotzdem war das eine sehr, sehr starke Leistung vom 1. FC Köln. Der SV Werder Bremen ist zurzeit in so einer Negativserie drin. Und das ist eben diese Chance, die ich sehe beim 1. FC Köln. Der FC hat zurzeit einen Aufwärtstrend, die Bremer einen Abwärtstrend. Deswegen glaube ich hier an ein 2:1 für unseren 1. FC Köln. Kommen wir zur nächsten Partie und zur spannenden Partie. Und meiner Meinung nach ist das ein Duell, was die Meisterschaft ja entscheiden kann. Und oder nochmal in Gefahr bringen kann. Ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Denn Bayern muss gegen RB Leipzig ran. Und meiner Meinung nach ist Leipzig ja der einzige Gegner noch. Ich glaube nicht, dass sie gegen uns verlieren. Deswegen, ich glaube, das ist wirklich nochmal eine realistische Chance, auch für die Dortmund-Fans, zu hoffen, dass Leipzig da die Bayern ärgern kann. Und für mich persönlich ist das definitiv so ein Spiel. Ich glaube, wenn Leipzig das Spiel hier nicht gewinnt, wenn Bayern dieses Spiel gewinnt, dann werden sie auch am 34. Spieltag gegen Köln gewinnen. Da bin ich mir eigentlich schon, also das werden sie sich dann nicht mehr nehmen, glaube ich. Also hier könnten sie wirklich nochmal stolpern. Deswegen glaube ich hier auch wenn Bayern 6-0 zu Hause gegen Schalke gewonnen hat, jetzt spielen sie wieder zu Hause gegen RB Leipzig. Das ist auch nochmal ein Pluspunkt für die Münchner, dass sie eben zu Hause spielen. Und ja, die Leipziger konnten trotzdem auch letzte Woche gegen Bremen gewinnen mit 2:1. War allerdings auch sehr, sehr knapp, muss man dazu sagen. Trotzdem hoffe ich hier einfach, dass es einfach eine spannende Bundesliga bleibt, gerade auch am letzten Spieltag und zumal ja diese Chance halt einfach, ja, dass Dortmund die einfach dann auch nutzt. Mein Tipp hier, das Ding geht, ja, machen wir mal noch spannender, 2:2 geht das Ding aus. Mainz gegen Stuttgart, ja, die Mainzer, fangen wir mit denen zuerst an, wollten ja eigentlich nach Europa. Aber ja, das wird wohl eher weniger bis gar nichts. Wir sehen es jetzt hier, 45 Punkte haben die Mainzer. Der 7. Tabellenplatz hat 49 Punkte. Das sind 4 Punkte mehr. Und ja, sie müssten eigentlich jetzt gewinnen, um überhaupt noch vor Leverkusen zu kommen. Und Leverkusen müsste alles verlieren. Also das ist eigentlich fast unrealistisch. Also der Europatraum bei FSV Mainz 05 ist eigentlich ausgeträumt. Für die Stuttgarter geht es noch um sehr, 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 sehr viel, denn auch um den Abstieg. Die Stuttgarter sind zurzeit auf 17 und wollen natürlich unbedingt da unten raus. Deswegen glaube ich auch wenn Mainz zu Hause spielt, die Stuttgarter werden alles dafür tun, dass sie dieses Spiel nicht verlieren. Deswegen mein Tipp, 2:1 für die Stuttgarter. Kommen wir zur zweitletzten Partie sozusagen. Also kommen wir auch nochmal zurück zum Meisterschaftskampf, denn ich habe ja jetzt 2:2 für die Bayern getippt. Das heißt, für Dortmund die große Möglichkeit, jetzt an Bayern vorbeizuziehen und am 34. Spieltag das Ding an der eigenen Hand zu haben. Also eigentlich wäre das ja für alle Dortmund-Fans ein Träumchen. Wird dieses Träumchen auch in Erfüllung gehen gegen Augsburg? Wird es natürlich schwer. Sie wollen nochmal punkten. Und ja, ob sie das schaffen gegen den BVB, glaube ich nicht. Sie nutzen es. Sie nutzen es. Klar, das ist jetzt hier auch ein bisschen Wunschdenken ist natürlich, aber ganz ehrlich, gegen Augsburg, wenn du deutscher Meister werden willst, dann musst du gegen Augsburg gewinnen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Auch wenn du auswärts spielst, trotzdem, das Ding musst du am 33. Spieltag, wenn die Bayern einen Punkt nur holen und du hast die Chance, auf Platz 1 zu klettern, dann musst du dieses Spiel gewinnen. Und das wird Dortmund auch solide machen, und zwar mit 3:0. Auch wenn sie gegen Augsburg auch schon öfters ja, gestolpert sind, trotzdem werden sie das Ding hier gemacht, werden die das Ding machen. So ein Ding ist das. Jetzt kommen wir zum kleinen Rhein-Derby. Leverkusen gegen Gladbach. Und das ist auch die letzte Partie am 33. Spieltag. Ja, Leverkusen, habe ich schon erwähnt, kann von Europa träumen. Sie stehen zurzeit auf Platz 7 mit 49 Punkten. Und ja, könnten sogar an Wolfsburg vorbeiziehen, wenn sie gegen Gladbach gewinnen. Die Gladbacher, ja, sind wirklich am Arsch der Welt. Man muss es so sagen, sie sind auf dem 11. Tabellenplatz, haben 39 Punkte. Ja, letzte Woche haben sie auch, ja, nicht gut gespielt. Gerade die erste Halbzeit war ganz schwach gegen den BVB. Da haben sie 4:0 zurückgelegen.
Dann haben sie sich noch ein bisschen rankämpfen können, haben aber auch wieder ein Gegentor kassiert, am Ende 5-2. Also das war schon, ja, eine sehr, sehr starke Machtdemonstration von der Borussia aus Dortmund. Und jetzt gegen Leverkusen wird es, glaube ich, ähnlich schwer. Die Leverkusen haben allerdings auch nur ein 1-1 geschafft gegen Stuttgart. Aber ich glaube hier tatsächlich, dass Leverkusen das machen wird. Und zwar mit 2. Ja, 2-1, 2-0, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich sag mal 2-0 für die Werkself gegen die Borussia aus Gladbach. Und ja, das sind meine Bundesliga-Tipps. Schreibt gerne mal eure Bundesliga-Tipps unbedingt in die Kommentare. Ihr seht, es wird weiter spannend. Dortmund kommt wieder an Bayern vorbei, allerdings auch nur mit einem Pünktchen. Also wenn die Kölner dann doch gegen Bayern gewinnen sollten und die Dortmunder gewinnen sollten, dann wären sie halt sicher deutscher Meister. Wenn allerdings Dortmund im letzten Spieltag doch noch stolpert und die Bayern gegen Köln gewinnen, dann ist Bayern auf einmal doch deutscher Meister. Also es ist weiter spannend in der Tabelle, gerade vorne, auch unten ist es meiner Meinung nach immer noch spannend. Auch wenn die alte Dame mit dem 18. Tabellenplatz dann auch abgestiegen ist, bleibt es eben trotzdem spannend. Bochum, Stuttgart und Hoffenheim haben jeweils 32 Punkte. Dann kommt Schalke, die 33 haben. Also auch das ist extremst spannend. Noch bis zum 14. Tabellenplatz ist alles offen. Jeder ist da mit dabei. Jeder kann da noch absteigen. Dann auch am 34. Spieltag. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich diese Endtabelle sehe hier am 33. Spieltag. Wenn das wirklich so passieren sollte. Ob das so passiert, werden wir sehen. Aber das wäre doch mal richtig, richtig krass. Und wie gesagt, deutscher Meisterkampf ist auf jeden Fall immer noch vorhanden. Und Abstiegskampf 14 und bis 17 ist alles drin. Also man kann am 34. Spieltag von Platz 14 immer noch absteigen auf den 17. Tabellenplatz, wenn man das Spiel verliert und die anderen dann gewinnen. Also es sieht nach einem engen Abstiegskampf aus und das wollen wir doch sehen. Und deswegen, ja, schreibt gerne eure Bundesliga-Tipps, wie gesagt, in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal. Würde mich extrem freuen. Ich kommentiere natürlich am Samstag das Spiel auch live auf YouTube. Bremen gegen Köln. Seid gerne mit dabei. Ab 15.15 Uhr geht es hier los. Freue mich auf jeden, der vorbeikommt oder vorbeischaut. Und bis dahin, macht's gut. Euer Niklas und ciao.